Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Revenge of the Fallen Sideways. Sideways ist ein ziemlich geiler Charakter, der in Transformers Movie 4 auch sogar neu aufgelegt wurde als Figur, als rotes Repaint mit einem neuen Kopf und neuen Waffen, als sogenannt, ja, der Charakter heißt Dino. Finde ich irgendwie passt jetzt nicht so ganz, gerade weil auch die Dinobots natürlich drin vorkamen. Aber egal, Sideways ist ein ziemlich cooler Charakter eigentlich. Und was ich sehr schade finde, ist, dass er in Revenge of the Fallen wirklich nur ganze, ja, 2 Minuten Auftritt hat und schon stirbt und in 2 Hälften gesäbelt wird. Aber naja gut, er hat eine Figur bekommen und dafür hat es gereicht. Und ich muss sagen, die Figur macht echt was her. Wir kommen jetzt aber natürlich erstmal zur Verpackung. Ja, wir haben einmal hier das große Sideways-Logo, ganz groß. Dann einmal natürlich den Kopf. Ich versuche es gerade mal ein bisschen heller zu kriegen. Ja, das ist Artwork, finde ich ziemlich cool gemacht auf jeden Fall. Was ich cool finde damals bei der Movieline, den Figuren, manchmal hatte man dieses Artwork des Kopfescharakters oder manchmal die Figur selbst hier vorne abgebildet. Hier ist der Kopf, was ich ziemlich geil finde. Ja, dann haben wir oben ganz groß das Logo, Revenge of the Fallen. Ein großes Decepticon-Logo, finde ich auch ziemlich geil. Hier im Hintergrund ist der Fallen, was ich auch ziemlich geil finde. Hier sieht man seine Augen. Ja, und auf der Rückseite sehen wir ganz groß natürlich, Sideways und in seiner kompletten Pracht. Finde ich sehr schön. Und natürlich in diesem super geilen Fahrzeugmodus. Und er hat als kleines Gimmick, was natürlich eigentlich Schwachsinn ist bei dieser Figur, trotzdem allerdings mit eingebracht wurde, eine sogenannte Spinning Saw. Eine Saw Blade. Naja, gut, okay. Quasi auf der einen Seite hat er einen Reifen und hier hat er einen Reifen zu einer Kettensäge verwandelt. Trotzdem nicht schlecht. Ja, ansonsten war es das eigentlich auch schon. Er hat nichts groß und obendrauf steht dann nochmal, wenn ihr es sehen wollt, auf Cybertron war Sideways ein einfacher Kurier, der, der Kämpfen immer aus dem Weg ging. Das sieht man natürlich auch im Film, denn er ist nur auf der Flucht, er will eigentlich gar nicht kämpfen und wird trotzdem von Autobots zerstört. Ja, das Mech-Alive-Feature geht leider hier ein bisschen unter, aber gut. Kommen wir jetzt erstmal natürlich zur Figur selbst. Die Figur ist sehr schön gestaltet. Wir haben hier diesen diese silberne Karosserie mit schwarzen Verzierungen. Wir haben hier einmal natürlich die Reifen, die silberne Felgen haben, was ich auch sehr schön finde. Und innen drin sieht man natürlich auch noch die Bremsscheiben, was ich auch sehr geil finde. Hinten haben wir ganz groß, da ist das Decepticon-Logo drauf. Finde ich sehr schön, passt perfekt an dieser Stelle. Wir haben kein Nummernschild hier unten drunter. Wir haben hier schöne, ausgearbeitete, durchsichtige Rückleuchten. Hier oben der Motorblock ist angedeutet in diesem durchsichtigen Plastik. Hätte vielleicht in Silber ein bisschen besser ausgesehen, aber okay. Es macht trotzdem einiges her. Die Figur hat ringsherum durchsichtige, in rosam Plastik gehaltenen Scheiben. Hier wäre es schöner gewesen, muss ich zugeben, wenn es komplett blaues oder durchsichtiges Plastik gewesen wäre. Rosa passt irgendwie nicht so ganz. Ja, und vorne der Frontgrill ist auch sehr schön gemacht worden, der ein kleines Feature hat, wenn man drauf drückt, dann hilft er beim Verwandeln. Ja, und ansonsten von unten sehen wir hier noch die Füße drinnen. Hier diese Saw Blade, die komplett übrigens ohne Bemalung ist, was ich sehr schade finde. Hier wäre es schön gewesen, wenn die in Silber gewesen wäre. Hier diesen Reifen, der irgendwie total fehl am Platz ist, wie ich finde. Ja, und ein Teil des Torsos. Ja, die Verwandlung dieser Figur hat mir echte Kopfschmerzen am Anfang bereitet. Und ich muss sagen, die Füße gefallen mir absolut nicht bei dieser Figur, aber trotzdem hat diese Figur echt Stil. Gefällt mir. Kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist ziemlich simpel. Wir klappen einmal hier hinten dieses komplette Rückteil nach oben. Damit werden die Beine quasi freigegeben. Anschließend
separieren wir hier an der Seite die Tür mit dem Hinterteil, was mit den Beinen verbunden ist. Ist ein bisschen schwerer. Nummer 1, das gleiche noch einmal hier. Nummer 2. Anschließend drehen wir hier die Beine komplett nach hinten. Klappen die so auseinander. Klappen hier vorne die Knieschützer nach unten. Für das erste reicht das erstmal. So, anschließend drehen wir hier die Hände raus. Das gleiche auch hier. Drehen hier vorsichtig die Arme gleich nach draußen, wenn wir einmal hier auf den Frontgrill gedrückt haben. Dadurch passiert das. Na, so. Ich zeige es euch nochmal von Anfang an, wenn es keine Probleme bereitet. Sprich, die Reifen und dieser Torso klappen automatisch runter. So. Ja, klappt immer nicht immer. Ihr seht selbst, die Reifen sind dann innen. Die Hüfte hat sich quasi gebildet. So, anschließend löst ihr hier die Türen heraus. So. Ist ganz simpel. Dreht anschließend hier die Arme nach oben. Das war es dann auch fürs Erste. Anschließend drehen wir hier dieses ganze Teil hier unten einmal nach oben. Müsst ihr aber vorher erstmal hier die Scheibe lösen, sehe ich gerade. Ganz vergessen. So, jetzt dreht er hier dieses Ganze einmal herum. In diese Fugen hier vorne kommen die Reifen rein. Dreht ihr einmal nach unten. So. Und jetzt, ganz wichtig, ihr habt hier unten diesen Pack. Der wird hier innen drinne dort hineingedrückt. Das heißt, ihr drückt es runter und drückt hier den Brustkorb rein, bis es klackt. So, dreht jetzt die Arme erstmal nach oben. Das gleiche hier. Das macht euch dann später die Verwandlung, die restliche Verwandlung dort leichter. Ihr dreht anschließend hier oben dieses Teil komplett herum. Dreht den Kopf einmal herum. Löst jetzt hier dieses Seitenpanel komplett ab. So. Anschließend dreht ihr die Figur einmal rum. Löst jetzt hier diese Seitenpanel. Dreht die nach oben. So, die haben eine kleine Spring-Action. Ihr seht selbst, hier sind Federn eingebaut. Das heißt, durch die Rundung springen die automatisch nach oben quasi. Dreht jetzt hier einmal dieses ganze Rückenteil nach oben und drückt es hier hinten zusammen. So, anschließend dreht ihr hier dieses komplette Rückenteil auch nach oben. So. Und jetzt habt ihr quasi, Sideways sein Rückenmodul fertig verwandelt. So, finde ich irgendwie ein bisschen unpassend. Es sieht irgendwie nicht ganz so toll aus. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall, wenn ihr die Zeit findet, dieses Rückenmodul komplett nach unten zu klappen und ein bisschen weiter weg. So, ich finde, das sieht dann deutlich besser aus. So, anschließend dreht ihr hier unten die Beine nach innen. So. Sieht blöd aus, aber das hat den Grund, er hat wie so eine Art Storchenbeine. So, anschließend dreht er hier die Füße nach oben. Das gleiche auch hier. Dreht jetzt dieses ganze Teil hier quasi einmal komplett herum. Dreht hier die Reifen gerade. Dreht die auch rum. Anschließend dreht er hier dieses komplette Teil nach innen. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, hier innen ist ein kleiner Pack, den quasi hier mit dem roten Teil zu verbinden. Ist nur nicht ganz so einfach, sage ich gleich dazu. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. Denn irgendwie will es meistens nicht. Ich gucke gerade nochmal. So, den Reifen hier innen auf diesen Pack drücken. So, dass er fixiert wird. Und jetzt das Ganze einmal herum. So ist es normalerweise richtig. Was mich nur immer wieder wundert, ist, dass dieser Pack hier nicht wirklich da reinpasst. Normalerweise gehört er hier rein.
Aber gut, lassen wir es jetzt einfach erstmal so. Das gleiche natürlich dann einmal hier. Hier diesen Pack nehmen. Da den Reifen quasi aufspießen. Das Ganze einmal herumdrehen. So, und schon sind die Beine verwandelt. Sieht ein bisschen storchenartig aus, ein bisschen merkwürdig, muss ich zugeben. Aber gut. So, wenn ihr das fertig habt, kommen wir wieder zum oberen Teil. Dreht ihr hier vorne die Arme nach vorne, dreht die nach unten. Löst jetzt die Türen, dreht die nach oben. So, setzt die quasi hier oben auf. Gleich noch einmal hier runter und einfach nach oben drehen. So, und ja, schon habt ihr quasi Sideways fertig verwandelt. Die Figur selbst ist ziemlich cool, nur ich gebe hier eine kleine Verbesserung meinerseits einfach mal euch bekannt. Ihr könnt hier diese Seitenpanel auch drehen, entweder nach unten, wenn es euch gefällt, macht einen etwas dynamischeren Eindruck. Oder, was ihr auch machen könnt, ihr könnt ja seitlich so nach oben drehen. Finde ich auch nicht schlecht. Macht auch einiges her. Oder ihr könnt, wenn ihr diese Teile hier nicht ganz so mögt, könnt ihr hier das Ganze auch so nach außen drehen. Ihr habt hier noch die Möglichkeiten, diese Außenpaneele hier hochzuklappen. So, ich habe viele gesehen, die das nicht machen. Und dann die Motorhaube nach oben klappen. Das gleiche noch einmal hier. Ihr dreht die Motorhaube erstmal wieder in die Ursprungsposition. So. Und dreht die jetzt einmal hier oben drüber. Dreht die leicht nach außen. So. Das wäre jetzt meine endgültige Position, wie ich es am geilsten finde. Macht auf jeden Fall mehr her als alles andere. Ja, und das wäre jetzt quasi Sideways fertig verwandelt. Was diese Figur als ganz, ganz gigantisches Manko leider hat, muss ich zugeben, sind die Beine. Ihr habt diese Storchenbeine, die ja eigentlich eine ganze Menge hermachen, aber die Figur steht dadurch ziemlich bescheiden, wie ihr seht. Ich weiß nicht, wieso sich Hasbro das hat einfallen lassen. Ich hätte es natürlich schon cool gefunden, wenn die Beine so gerade gewesen wären. Nur dann steht die Figur meistens nicht so gut, weil die Figur sehr heavy-lastig ist und nur diese mini kleinen Füße hat. Das heißt, diese Figur wird ziemlich oft umfallen, was ich sehr schade finde. Hier hätte Hasbro auf jeden Fall deutlich andere Ideen mit einbringen können. Ansonsten, die Beine selbst sind ziemlich cool gestaltet, auf jeden Fall. Es hatte richtig was. Ihr könnt höchstens noch gucken, dass ihr hier diese Beine anders platziert. Das heißt, warte mal, wie habe ich es denn nochmal das letzte Mal gemacht? Ein bisschen rauszoomen. Ihr könnt die Rückenpaneele natürlich auch nach unten klappen. So, und quasi die Beine nach hinten verstärken. Das könnt ihr auch machen. So, dann steht auch die Figur wirklich gut. Die Möglichkeit habt ihr natürlich auch. So. Die Figur an sich ist ziemlich cool, wie gesagt, gemacht. Das Einzige, was mir so ein bisschen missfällt, ist hier unten dieses komplett Rote. Also hier hätte ich es toll gefunden, wenn man diesen Stern vielleicht Silber gemacht hätte, hier vielleicht ein bisschen Silber mit aufgebracht hätte, hier unten den Torso. Das hätte deutlich mehr hergemacht. Ich habe jetzt neulich einen bei YouTube gesehen, der hat den komplett gecustomt hier unten und das sieht deutlich besser aus. Und ja, wie ich schon sagte, so finde ich den Torso am besten, weil ihr seht auch hier jetzt diese ganzen kleinen Details in der Seite, die alle zum Vorschein kommen. Klappt es wie gesagt so übereinander, nachdem hier diese Panels an der Seite hoch sind und ihr habt deutlich mehr Freude an dieser Figur. Der Kopf ist sehr geil gestaltet. Neben anderen Figuren sieht diese Figur oberhammermäßig aus, von den Augen auch. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich versuche mal ranzuzoomen. Na. So, die Augen haben richtige Pupillen. Richtig geil auf jeden Fall gestaltet und auch die Details sind einfach
enorm bei dieser Figur. Macht echt was her. Und das Einzige, was mir nur im Kopf ein bisschen missfällt, ist, dass der ziemlich lang ist, mit einer ziemlich langen Fratze. Ansonsten aber echt cool gemacht. Hat sehr viele silberne Details hier vorne dran. Hier diese Highlights sind alle silber. Finde ich schon ziemlich krass. Und ja, ansonsten die Arme sind auch schön gemacht. Das Mecha Live Feature ist eigentlich nichts Besonderes. Nur eben, dass sich hier diese Seitensterne mit bewegen, wenn man die Hände bewegt. Oder besagt die Arme bewegt. Liegt daran, weil hier kleine Zahnräder hier innen drin sind, die sich quasi dann bewegen und das alles hier mitdrehen. Ja, das war's eigentlich auch schon. Die Figur hat hier, wie gesagt, diese Waffe. Ohne großes Feature. Ich hatte wenigstens gedacht, hier ist angedeutet wie so ein Hebel, den man reindrückt. Dann hätte sich das hier quasi bewegt. Das wäre schon schön gewesen, quasi mit so Zahnrädern. Haben sie hier wahrscheinlich nur vorgehabt und dann aber im Nachhinein abgeändert. Ja, die Hände sind sehr klobig, machen aber trotzdem einiges her. Die Beweglichkeit ist schon ganz beachtlich. Kann natürlich den Arm nur nach oben, nach unten bewegen. Die Hände sind nicht beweglich. Die Schulter ist um 360 Grad drehbar. Muss nur aufpassen, diese ganzen Paneele, die Türen und so weiter blockieren natürlich auch sehr gern die Bewegung. Die Figur hat ein Torso-Gelenk, was ich auch sehr cool finde. Dann natürlich ein Balljoint hier in der Hüfte. Und die Kniegelenke sind auch ziemlich gut gemacht. Das macht also schon was her. Ja, ansonsten hier unten ist auch ein kleiner Balljoint drin. Ansonsten ist aber die Figur relativ unbeweglich hier unten. Das ist daran geschuldet, weil hier so ein kleines, ja, wie so eine Wand davor ist. Das heißt, man kann den Fuß nicht nach oben bewegen. Sehr schade, dadurch hätte man viel dynamischere Posen gebracht. Der Kopf ist auf einem Balljoint, aber relativ eingeschränkt in der Bewegung. Ihr könnt nach links und rechts bewegen, einmal komplett drehen, aber nach oben, unten bewegen geht leider nicht. Ja, die Figur hat im Fahrzeugmodus in meinen Augen volle 10 Punkte verdient. Im Robotermodus, ja, wenn man jetzt die Beine so macht, wie ich es jetzt gemacht habe, auf jeden Fall mit dem Tür nach hinten, dass die Figur steht, bis auf, dass natürlich die Knie manchmal nachgeben, auch volle 10 Punkte verdient. Muss leider dazu sagen, weil die Gelenke sehr schnell nachgeben bei dieser Figur, gebe ich dieser Figur nur 9 Punkte im Robotermodus. Und alles in allem trotzdem sehr detailliert. Einige Details hätten besser ausgemalt sein können. Sind sie leider nicht. Wie zum Beispiel hier auch an den Armen, diese ganzen kleinen Details. Hätte man viel besser quasi rüberbringen können, auch hier oben an der Schulter, überall. Dann hätte die Figur volle 10 Punkte auf jeden Fall verdient. Ansonsten sehr schick. Ich muss zugeben, ich werde mir diese Figur nicht noch einmal als Dino holen. Sehr schade. Dino wird übrigens nicht in Deutschland erscheinen, was auch sehr schade ist, nur von Takara. Und ja, das war's ansonsten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dass ihr euch dann direkt an mich wenden würdet. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen oder wenn ihr mich weiterempfehlt. Wir sehen uns das nächste Mal bei meinem nächsten Toy Review. Es folgen noch Unmengen an Figuren. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Euer Rex4.